Mal wieder ein schöner Tag in Bad Schönfels und Umgebung. Ich bin ein bisschen rausgelaufen in die Natur, um auch mal ein bisschen Abstand zu gewinnen. Die letzten Tage waren sehr stressig, auf dem Server und so. Und ich muss jetzt meine Let's Plays mal ein bisschen weitermachen. Hab auch prompt verpasst irgendwie. Es ist jetzt das 50. Let's Play und auch die 600 Abonnenten habe ich völlig verpasst, ja. Und ja, was willst du machen? Ich bin im Moment einfach so ein bisschen überarbeitet. Gebe ich gerne zu. Also es ist einfach, ja, schon manchmal so ein bisschen stressig und man haut sich die Nächte um die Ohren momentan. Ja, kommt mir ganz gelegen, dass jetzt Beta 1.7 rausgekommen ist, gestern, wo ich hier jetzt drehe. Und, oh, habe ich einen großen Baum ausgesucht. Meine Güte nochmal. Das ist immer ein bisschen lästig. Ich finde die ja schön zum Angucken, ne? Aber lästig zum Abhauen. Zum Fällen, sagt man ja eigentlich bei Bäumen, ne? Ich schau mal einen Baum ab. Ich geh mal einen Wald einen Baum abhauen. Das wär doch mal. Habe ich demnächst ein bisschen Erde dabei? Nein, aber hier so Kiesgröllteil. Gut. Ja, also Beta 1.7 ist ja raus und ihr habt ja meine Erstbespielung wahrscheinlich auch schon gesehen. Und ja, der Server ist gerade im Augenblick noch nicht umgeschaltet. Mein Gott, langsam. Umgestellt! Auf 1.7, da läuft immer noch auf 1.6. Ich bin aber hier mit Minecraft schon auf 1.7. Ja, und nutze jetzt einfach die Gelegenheit mal. Hier so ein bisschen weiter zu machen. Ich habe auch noch mal ein bisschen in dem Wohnturm ein bisschen geguckt, was da so war und ne, alles. Auch noch ein paar Ideen entwickelt. Das zeige ich euch auch gleich. Ja, nur erwarte ich jetzt halt nicht so ein, irgendwie so ein Sonderspecial-mäßiges Ding. Vor allem habe ich jetzt gemerkt, dass ich kaum noch Ressourcen zu Hause habe und deswegen auch der Spaziergang in die Natur. Brauche dringend mal wieder ein bisschen Holz, mal damit man ein bisschen mehr Vorrat hat. Hier mit der Zange habe ich mir auch schon so ein paar so Bäume abgehauen. Nein, das ist schon wieder abgehauen, ne? Hier, was heißt, wer ist das noch? Laub, Laub, Blätterwerk. Blätterwerk nehme ich mir mit. Finde ich gut, ja, ich weiß auch, dass das jetzt irgendwie, man braucht halt den Baumstamm, das ist klar, ne? Aber ich dachte, das geht halt auch so. Deswegen war ich so ein bisschen enttäuscht, weil mit Baumstamm. Okay, ich habe dann, war auch noch hauptsächlich so im Serverbetrieb, wo man sich das Laub dann immer cheatet und, ne? Da klappte das auch irgendwie ganz anders. Ich weiß auch nicht. Deswegen war ich auch ein bisschen durcheinander in Beta. Aber trotzdem hat das alles was genützt. Meine ganz kritischen Worte, ne? Die Mojangs, die gucken natürlich immer meine Let's Plays und lassen sich übersetzen ins Schwedische. Ja. Hörle, ne? Und ja, seit in Beta 1.8, also in diesem tollen paradiesischen Update da, was da kommt, da, das mit den Adventure und so, ne? Mit Adventura und sowas, ne? Lino Ventura, oh, cooler Schauspieler, Mensch, schade, auch schon tot, du. Ach ja. Ach so, ja, wollte ich halt sagen, das ist halt alles, ne? Alles toll in Beta 1.8. Lino Ventura, da muss ich jetzt gerade unheimlich dran denken, deswegen, ich weiß schon noch, was ich sagen wollte, ne? Ich wollte euch sagen hier, dass man dann in 1.8 tatsächlich dann das Laub überall einpflanzen kann. Das hat der Jeb bestätigt heute. Ne? Hat mein Drängen also doch irgendwas genützt? Die haben es eingesehen. Offenbar war ich nicht der Einzige, der irgendwie da die, ja, die Logik irgendwie nicht so richtig verstanden hat. Ja, auch Leute, ne? Ganz klar. Holzzangen oder Holzscheren sind nicht so richtig scharf, wie man sich vorstellt. Im realen Leben. Ja, wir sind hier in Minecraft. Warum bitte haben wir Holzäxte und auch Holzschwerter? Ja, aber keine Holzzangen. Ich nenne die jetzt immer Zangen, habe ich jetzt beschlossen. Ich kriege das Wort Scheren nicht über die Lippen. Ist denn jetzt hier noch so ein bisschen. Ach ja, hier haben wir noch ein bisschen. Axt auf Lager. Auch eine Steinaxt. Steinaxt. Auch bestimmt ein unheimlich scharfes Werkzeug.
Das ist doch die Logik an dem ganzen Werkzeug im Spiel, dass halt dieses aus diesen minderwertigen Rohstoffen Holz und Stein dieses Werkzeug eben auch schlechter funktioniert. Warum macht man das nicht, ne? Auch mit den Scheren. Solche Sachen, da verstehe ich da nicht. Ach nee, den Baum wollte ich eigentlich gar nicht fällen. Der ist so schön. Aber auf Forst müssen wir sowieso wieder, obwohl jetzt auch gar kein Admin zuguckt, ne? Auf unserem Server werden wir ja dann eingesperrt. Uah! Was war das? Kann ja wohl nicht wahr sein, ne? Das kann ja wohl nicht wahr sein. Kann es denn wahr sein? Und direkt so vorm Haus. Tür habe ich auch aufgelassen. Ich muss mich aber beeilen, wie es aussieht. Es wird, glaube ich, auch schon finster. Ja, kriegen einige Leute von euch jetzt natürlich auch sofort wieder die Krise, ne? Nach dem Motto, ne? Es wird dunkel. Hier muss man dringend jetzt mal ganz viele Fackeln aufstellen, ne? Aber dazu komme ich später gleich nochmal zurück. Ich muss mich so ein bisschen über euch lustig machen gleich. Meine ich nicht böse oder so. Ich warne euch nur schon mal vor. Die Spinne ist auch sicher hier noch in der Gegend. Oh mein Gott, nochmal. Hilfe, nicht, dass sie uns nochmal kriegt. Ne? Ist einfach so, dass offenbar manche, das entnehme ich einigen Kommentaren, die erwarten dann wahrscheinlich so den perfekten Spieler, also der so robotermäßig alles immer richtig macht. Ne? Es gibt keine Toleranzen. Nur richtig und falsch. Gut und schlecht. Ne? Aber so ein Spieler bin ich ja nicht. Bei mir wird es auch schon mal ein bisschen dunkel. Ja? Und ich mag das auch in der Dunkelheit. Ne? Es ist sehr gefährlich, jetzt hier draußen so rumzustehen. Ne? Und wer weiß, ob mir nicht jetzt doch wieder was passiert. Vielleicht kommt die Spinne noch zurück. Vielleicht spawnt hier jetzt auf dem Weg direkt ein Creeper. Ja, und haut mich um. Reißt mich in den Tod. Da war da vorne war der schon vorhin wieder, ne? Als ich loslief. Da gibt es jetzt auch wieder da im Sand so ein großes Loch, ne? Hier. Ja. Hier. Müssen wir mal alles zumachen. Ich wollte jetzt sowieso hier alles mal so richtig schön anlegen. Gut, ich laufe mal zurück. Ich habe euch jetzt genug Dunkelheit geboten. Und komme jetzt gleich darauf wieder zurück. Pass auf. Und zwar hatte ich die Idee, was machst du denn eigentlich mit dem Turm? Ihr wisst, er hat überall diese Grundform und dann geht er so rauf, so turmmäßig. Überall hat er diese Etagen. Boah, ich weiß auch eigentlich, 3 oder 4 Etagen hat er, ne? Und ich erst gedacht habe, machst du so ein Kaufhaus rein, ne? Also hier so unten so Strümpfe. Dann da so Miederwaren in der nächsten Abteilung. Dann kommen da oben Bademoden noch rein und ganz oben Dessous, ne? Aber ich habe gedacht, das ist vielleicht doch nicht so passend, ne? Machst du lieber was anderes, habe ich jetzt gedacht. Da machst du hier mal so ein Infoetage rein. Da kann ich mich dann immer so hinstellen, wenn uns mal so ein bisschen die Puste ausgeht oder sage ich mal irgendwie, dass ich mal so gerade mal ein bisschen nachdenken muss und es gerade nicht so spannend ist oder wir gerade nicht raus können, weil es noch dunkel ist oder so. Da habe ich hier so einige Schilder vorbereitet, die man dann immer abgehen kann, weil es sind da so gewisse Fragen, die immer wieder gestellt werden, ne? Und ist ja klar, nicht jeder hat die Reihe von vorne bis, also Folge 1, nahtlos gesehen. Viele Infos kommen immer zwischendurch mal vor. Und wer so mittendrin einsteigt, der hat da vielleicht nicht mitbekommen, zum Beispiel, dass unsere Welt hier die Swampweed-Welt ist. Also Swampweed ist der Seed und da könnt ihr die gleiche Welt hier öffnen und da braucht ihr mich nicht anquengeln von wegen Welten-Download, was völlig unsinnig ist meiner Meinung nach, weil hier ich noch kaum was gebaut habe. Das ist ja noch völlig naturbelassen. Da unten haben wir so ein Dungeon, das ist das einzige Gebäude, was außen so steht. Dann haben wir so ein paar Höhlen erkundet und diesen Turm hier in den Fels gehauen. Überhaupt nichts Großartiges jetzt, ne? Also das könnt ihr alles selber, meine Webadresse steht hier noch, ja, viele Leute, die machen sich noch nicht die Mühe, geht da mal hin auf die Seite, da habe ich auch alles noch ganz viel stehen. So, dann kommen wir zu den Naturgesetzen, von den Minecraft-Naturgesetzen hier, das ist die Dunkelheit, nachts ist es dunkel, Leute, schon gemerkt, das ist ganz natürlich, ne? In Höhlen ist es auch dunkel und in Minen auch, ne? Guck mal einer an, ne? Ich werde nicht hier alle 2 Felder Fackeln inbauen in irgendwelchen Höhlen. Das könnt ihr vergessen. Ich finde das stinkend langweilig, ne? Außerdem, für eine bessere Ökobilanz spart Fackeln. Guckt mal, was die da so für die Luft verpesten. Ne?
Tut mir leid, das ist hier ein Kurort, ja, ich kann hier nicht überall so Fackeln hinstellen. Tut mir einen Gefallen, guckt dann in HD, wenn es euch zu dunkel ist, besonders, ja. Ich setze mich doch nicht stundenlang hin und kodiere da hier die Filme in HD, ja, damit ihr euch die dann auf, was weiß ich, 180 Pixel anguckt. Na, das ist kein Wunder, dass euch das dann zu dunkel ist. So, nächste Naturgesetz sind die Monster. Die können einen töten. Die können unerwartet erscheinen und sogar explodieren. Na? Also, damit müsst ihr bei mir rechnen. Na? Alles kein Problem, ich werde die Monster nicht abschalten. Nein, nein, nur weil ihr so ein paar Angsthasen dabei sind. Reißt euch gefährlich zusammen und wenn euch das zu viel wird, haltet euch einfach mal in ein paar Minuten Kissen vors Gesicht. Habt ihr doch früher auch mal gemacht, vom Horrorfilm gucken oder so. Na? Viel interessanter ist das hier noch. Das ist jetzt die Projektwand. Ja, da schreibe ich immer hin, was wir noch für Projekte haben. Oben möchte ich zum Beispiel einen Versuchsraum einrichten, da wo jetzt die Kuschelecke ist, oben in der Etage. Laufen wir eben kurz hoch, mal ein bisschen beeilen. Das ist jetzt so eine 50-Special-Quatsch-Folge. Würde ich jetzt einfach so verkaufen, ne? Extra Quatsch, irgendwie extra Laber-Folge. Ah ja, hier, das Bett ist jetzt repariert. Ladet euch bitte das Texture Pack 1.2 runter. Das ging jetzt ganz schnell. Ihr habt euch vielleicht gerade 1.1 geholt, was ja kompatibel mit Beta 1.7 ist. Und müsst euch aber jetzt bitte doch 1.2 direkt runterladen. Da habe ich auch neue Pistons so drin, neue Öfen und das Bett repariert. Die hatten einfach die Textur umgesetzt. Ich habe das nicht gemerkt. Und dann war das Bett kaputt in der 1.1. Also ist eine neue Version vom Texture Pack. Holt euch das. So, der Kuschelecke-Raum, der überzeugt mich einfach nicht so wirklich. Ich würde eher gucken, dass ich hier draus so einen Versuchsraum baue, so einen Präsentations-Demo-Raum, wo ich dann vielleicht so Tutorials drin drehe. Der ist durch sein Glasdach auch ein bisschen naturgemäß etwas heller als die anderen Räume. Und wenn ich den dann ganz mit den Herzchen auskleide, ist das bestimmt irgendwie total lustig. Ich glaube, ich muss den verändern, ich muss den höher machen irgendwie. Das hat dann wieder Einfluss draußen auf die Gartenanlage. Also das wird ein größeres Projekt. Auf jeden Fall vergessen wir es nicht, da ich das ja jetzt hier auf der Projektwand habe und oben Garten, ne, habe ich gerade von erzählt, dann müssen wir einen Tunnel ins Goldeital graben, das habe ich jetzt Goldeital genannt, weil da ja die Goldeihöhle ist. Der ist jetzt nur provisorisch mal durchgegraben, um zu sehen, wo man rauskommt. Dann möchte ich natürlich ein bisschen breiter machen, so zweispurig und vielleicht sogar noch ein bisschen verschönern innen drin. Und auf keinen Fall beleuchten, ne? Unten, da kommt dann auch gleichzeitig, das passt zusammen, die Terrasse unten, das war auch mal ein Vorschlag von einem von euch, ne? Die wird dann auch mal in Angriff genommen. Eine Hafenanlage, das schwebt mir schon länger vor, aber ist natürlich auch ein großes Projekt, ne? Und die Bettenetage, ja, die Bettenetage ist natürlich klar, oben kann ich nicht mehr schlafen. Der Turm ist immer noch nicht sicher hier, ich habe jetzt immer alle Löcher zugemacht mit Erde. Und jetzt kann ich auch schlafen, aber oben in der Kuschelecke kann das Bett nicht bleiben. Da kommt ja dann der Demo-Raum hin, der Versuchsraum. Ich möchte hier in diesem, das soll jetzt hier aufgebaut werden. Da kommen Schlafräume rein. Mal sehen, wie ich das dann genau mache. Na, auf jeden Fall ist das auch ein so ein Projekt, was jetzt in der Zukunft so rankommt. Es ist ja auch so, ihr müsst mal verstehen, ihr schlagt ja vieles vor, aber ihr wisst ja, das muss ich auch immer wieder sagen, das könnte ich vielleicht auch mal oben hinschreiben, dass ich ja jetzt, ich mache ja immer Dreh-Sessions, also ich drehe teilweise, wenn ich ganz gut drauf bin, es läuft ganz super und ich habe meine Ruhe mal an so einem Abend oder einem Wochenende, dann drehe ich ja immer, was weiß ich, so fast 10 Folgen eventuell, also oft sind es 8 oder teilweise 10 Folgen, die ich dann am Stück mal so abdrehe und das ist natürlich klar, wenn dann auf Folge 1 mir einen Vorschlag macht, irgendwas zu bauen, dass ich dann das frühestens erst in Folge 11, also was weiß ich, 10 Tage später mal anfangen kann, ne? Also nicht immer denken, ich würde das ignorieren oder so, das ist einfach nur schwer zu sagen oder zu realisieren, da ich immer so Sessions drehe und nicht jeden Tag einfach eine Folge, was wäre für mich unpraktikabel. So, und dann habe ich da hinten in der Monsterfalle auch ein bisschen weitergemacht und ich denke, da renne ich jetzt rüber und dann starten wir dort und die zweite, also die nächste Folge, die Folge 51 und ja, ich hoffe, euch hat das gefallen. So, es geht jetzt hier schön weiter und ja, guckt auf minenarbeit.de, wie immer gibt es einiges hier, / TP fürs Texture Pack, / FAQ für
Frequency Ask Questions und / Glossar für meine ganzen Fachbegriffe und außerdem auch noch forum.minenarbeit.de fürs Forum vom Server. Nix wie ran. Macht's gut.